Axelis Videostudio präsentiert. Landeskampfrichterreferent Franz Ippisch teilt hier die Kampfrichter ein, wer welchen Finalkampf zu leiten hat. Vorbereitung, Kampfrichter 1, Alexander Drechsel, rote Gürtel, Novotka Kuraschi, blaue Gürtel, in Vorbereitung auf Kampfrichter 2, Laura Singel, rote Gürtel, Mona Feder, blaue Gürtel.
einstimmiges Applaus von Durach weiter. Wir fahren fort mit den Finalbegegnungen auf Kampffläche 1. Die Disziplin der Herren minus 60 Kilogramm an den Start geht von Karate Dojo Naila Alexander Drechsel mit dem roten Gürtel. Mit dem blauen Gürtel von Karate Dojo München 1 Nowaka Kuwaishi. Auf Kampffläche 2 die Damen in der Gewichtsklasse minus 55 Kilogramm. Laura Simmel von Karate Dojo Straubing, rote Gürtel, Mona Feder, Karate Zentrum Westbrook, blauer Gürtel. Gehen Vorbereitung, Kampffläche 1, Alexander Schmidt, rote Gürtel, Andreas Wöttner, blauer Gürtel. Auf Kampffläche 2, Marin Büttner, rote Gürtel, Dara Silja Nana mit dem blauen Gürtel. Der Herren minus 67 Kilogramm. Es treten an mit dem roten Gürtel Alexander Schmidt, Kali und der Merzbach. Mit dem blauen Gürtel Andreas Röttner, TSV Trostberg. Dominik.
das? Zwei Minuten Zeit, wir sind jetzt einfach vorrangig, okay? Gut sein, ausbauen. Bei dieser Aktion, da hätte es eher eine Bestrafung geben müssen, als wie eine Belohnung in Form eines Yuko. Jimmy!
Komm. Zu dir. Schimmel! Wir fahren fort mit den Finalkämpfen auf der Kampfrichtlinie 1, die Leistungsklasse minus 75 Kilogramm der Herren mit dem roten Gürteltritt an David Jobst vom CKKS Traunreuth, mit dem blauen Gürtel Hans Habe vom TSV Trostberg, Johanna Sedelmeier. Hans Habe kann leider nicht mehr antreten in diesem Finale, er hat sich am Fuß verletzt, somit gewinnt in dieser Gewichtsklasse David Jobst. Auf Kampfrichter 1 der nächste Kampf, die Gewichtsklasse minus 84 Kilogramm, mit dem roten Gürtel Heinrich Leistenschneider, aus Straubing mit dem blauen Gürtel Patrick Fischer, Aikido und Karateverein Augsburg. Auf Kampfrichter 2 die Dame in der Gewichtsklasse minus 68 Kilogramm. Selke Hildner, Karatezentrum Hersbruck, roter Gürtel. Johanna Sedelmeier, SC Eching mit dem blauen Gürtel. In Vorbereitung auf 1, Wladimir Terenke, roter Gürtel. Johannes Kräftig, blauer Gürtel. Auf Kampfrichter 2 Claudia Leffler, roter Gürtel. Lena Walsch, blauer Gürtel. Distanz, bewegt die Seite hier mehr. Reinarbeiten.
Gut so. Bleib dran, komm. Distanz halten und dann reinarbeiten. Komm, arbeite die Hand. Kämpf mit, komm. Jetzt komm! Auch dieser Fauststoß von Heinrich Leistenschneider hätte keine Wertung geben dürfen, da er vorbei war. Maria, Gerhard und Peter gehen zurück auf Kommission. Kämpf, komm! Kämpf mit! Sieger auf Kampfliche 1 durch Aufgabe Johannes Kräfting vom Karate Club Oldburg, Oberbayern. Dann spielen wir verlängerten Kampfzeit bei den Herren auf Kampfliche 1 mit den Teams, die KG Chiemgau. München mit dem roten Gürtel, mit dem blauen Gürtel, die Kampfgemeinschaft Bayerischer Karatebund.
Kumite-Landestrainer und Netzer-Coach bei der Bayern-Mannschaft Gerhard Weidmann. Got you guys.
selber. Sieger auf den Kampfwege, zweimal bei den Damen, die KG Bayern. Thank you.
Ja, Gerhard, das war's. Nein, noch nicht. Der zweite war unentschieden. Ah, der zweite war unentschieden, genau. Es wurde ein Handy abgegeben und eine Uhr. Wer die vermisst, bitte zur Wettkampfkommission. Ein Handy und eine Uhr wurde abgegeben. Bitte kontrollieren, ob die euch fehlen. Alle Kampfrichter werden nach Beendigung der Finalkämpfe in den Kampfrichterraum gebeten. Alle Kampfrichter bitte in den Kampfrichterraum nach Beendigung der Kämpfe. Yeah!
sowas von. Bitte zur Wettkampfkommission. Jetzt muss aber, pass auf die Hacken. Ja, das war ein gewaltiger Schlag gegen den Kiefer. Er ist auch ziemlich benommen. Ja, ich glaube, der Schlag hat ihn doch ein wenig mitgenommen. Er war unten am Kiefer seitlich und nicht da, wo er jetzt seinen Eisbeutel hinbekommt. Naja, wie auch immer, er kann Gott sei Dank weiterkämpfen. Check it!
Ja, der Kampfrichter Emek hat es richtig gesehen. Zuerst war Kräfting mit seinem Zuki im Ziel, dann danach kam erst der Mawashigiri. Ja, lieber Herr Kräfting, wenn man weiß, dass einer so gut ist mit den Füßen, dann muss man besser aufpassen. Ja, da kann man nur gratulieren und sagen, gut gekämpft und verdient gewonnen. So kann es gehen. Ja, somit steht über. Ja, der war bestimmt auch mal in einem Turnverein. Herzlichen Glückwunsch und sofort die Siegerehrung.